erzählen über Blind SQL Injection. Ist jedem klar, was eine SQL Injection ist? Oder soll ich das nochmal kurz zeigen, erklären, darstellen? Das habe ich nämlich auch vorbereitet. Wenn du es vorbereitet hast, dann zeig. Gut. Also, der Case, den ihr hier seht, ist ein ganz normales Format. Dahinter steht eine Username-Passwort-Datenbank. Ich kenne... Also, ist das hier schon keine TTF-Aufgabe, oder? Nein, das habe ich selbst gebaut. Das ist einfach ein ganz normaler Case. Ich weiß, es gibt eine Datenbank, da gibt es zwei Spalten, Username-Passwort. Ich weiß, es gibt Test. Und ich weiß, es gibt Admin, das Passwort will ich wissen. Weil das die Flag ist, zum Beispiel beim CTF oder weil ich mich einfach einloggen will, was weiß ich was. Oder weil ich einfach gleich klauen möchte. So, jetzt kann ich eingeben. Fun and Profit. Genau. Fragezeichen, Profit. So. Gebe ich Test ein. Alles klar. Da oben wird der, stelle ich einfach mal den Query da. Wie sieht der eigentlich aus? Das ist zu Illustrationszwecken. Jetzt sagt er mir ja, hallo Test. Gut. Das kann übrigens nicht unbedingt jeder SQL, der hier sitzt. Also so offensichtlich ist das nicht, was du gerade erzählst. Okay. Also es tut halt folgendes. Es selected die Spalte User. Ich habe zwei Spalten, die heißen User und Pass. Und das selected User aus der SQLi-Tabelle, die ich angelegt hatte, wo User gleich dem ist, was ich in das erste Feld eingegeben habe und Passwort gleich dem ist, was ich in das zweite eingegeben habe und ich limitiere das auf ein Ergebnis. So. Das ist das, was der Query tut. Und das Ergebnis, was da rauskommt, wird hier angezeigt. So. Jetzt gehe ich zurück und mach mal folgende Magie, das hier. So, und hier gebe ich ein, was ich möchte. Und, oh, Alter Daus, ich bin eingeloggt, obwohl ich niemals Test eingegeben habe. So, das kommt folgendermaßen. Ich habe nämlich vergessen, den User Input zu escapen. Das heißt, jemand, der ungefähr weiß, wie der Query aussieht, was er relativ leicht erraten kann, weil solche Cases eigentlich fast immer gleich sind, kann den... das, was auf der Datenbank ausgeführt wird, modifizieren mit seinen Eingaben. In diesem Fall sagt er, ändert er die Bedingung. Er sagt, wo User, keine Ahnung, leer ist oder wo 1 gleich 1 ist. Das trifft natürlich überall zu. Ich kriege eine Zeile zurück. Die erste Zeile ist in meinem Fall Test. So, dadurch bekomme ich Ausgaben. Wenn ich jetzt das Admin-Passwort lesen möchte, ist das auch mit ein bisschen SQL-Magie relativ... einfach, das sieht dann nämlich genau so aus. Das beendet, macht zuerst den ersten Query zu, macht dann ein Union, also ein neues Select, selectet da das Passwort, wo der User Admin ist. Dadurch, dass ich im ersten Query sage, wo Username leer ist, gibt es da kein Ergebnis. Der zweite Query liefert genau ein Ergebnis, hier kann ich eingeben, was ich will und oh, guck mal, das ist das Admin-Passwort. Weil ich auch noch so blöd war und das unverschlüsselt gespeichert habe. So. Das ist der normale Fall einer SQL-Injection. Ich habe sogar mal hier schön ausgegraut, weil minus minus Leertaste ist der Kommentarcharakter für SQL und alles, was dahinter steht, wird einfach mal blank ignoriert. Ist eine super Idee gewesen, sowas einzuführen. Nicht. Genau, das ist eine ganz normale SQL-Injection. Kein Problem, alles ganz easy. So, jetzt gehe ich mal auf die zweite Seite, die ich vorbereitet habe, ist im Prinzip das genau das gleiche, nur da habe ich was verändert. Ich logge mich ein mit Test, Login successful. Aber wer bin ich? Keine Ahnung, ich gebe ein. OR 1 gleich 1, irgendwas, Login successful. Okay, ich weiß also immer noch nicht, wer ich bin. Ich nehme den ich gerade genommen habe, um das Admin-Passwort auszulesen, gebe irgendwas ein. Der Query hat zwar funktioniert, aber ich habe immer noch kein Admin-Passwort. Ich weiß es nicht. So, und dieser Fall ist die sogenannte Blind SQL Injection. Das heißt, ich kann eigentlich nichts tun. Also, beziehungsweise ich kann keinen arbitrary Text ausgeben lassen, sondern ich bekomme ein Bit und dieses eine Bit ist der Login erfolgreich oder nicht. Gut, ein Bit reicht in der Theorie, um Daten auszulesen. Das ist nur sehr aufwendig. Was ich mal vorbereitet habe, sind zwei Skripte. Nämlich einerseits, ich zeig das mal ganz kurz. Wie hab ich die genannt? So, einmal einen naiven Ansatz. Das ist ein ganz normales Python-Skript. Das geht folgendermaßen vor.
Hier sieht man den Query. Ich erkläre das ganz kurz, da muss man sich das nicht durchlesen. Tut im Prinzip genau das, was ich vorhin auch gemacht habe, um das Admin-Passwort festzulegen. Testet aber eine Stelle des Passwortes, die ich vorgeben kann, gegen einen bestimmten Charakter, den ich vorgeben kann. Das heißt, ich kann nach und nach testen, ist die erste Stelle vom Passwort ein A oder nicht, ja oder nein. Wenn es das nicht ist, teste ich das B, wenn es das nicht ist, teste ich das C, bla bla bla. Ich gehe davon aus, in diesem Fall, ich weiß, woraus das Passwort besteht, nämlich nur aus Buchstaben, Zahlen und der Raute. Auf Groß-Kleinbuchstaben brauche ich nicht testen, SQL ist case-insensitive, standardmäßig. So, wenn ich das ausführe, so, passiert genau das. So, das Passwort habe ich bekommen, obwohl ich nur ein Bit auslese. Die erste Zahl, sieht man, ist die Stelle, an der dieses Zeichen steht. Das dritte ist das Zeichen, was da ist. Das vierte ist, was es insgesamt ergeben hat. Und das zweite ist die Anzahl an Requests, die ich dafür gebraucht habe. Das heißt, in diesem Fall habe ich 208 Requests gebraucht. Das ging jetzt relativ schnell, weil das Ding nur auf der VM lokal läuft. Man stelle sich vor, ein Request dauert 2-3 Sekunden. Dann ist das nicht mehr so witzig. Dann dauert das Ganze nämlich mal 10 Minuten. Ja, dann dauert das halt 10 Minuten und dann hast du das Passwort. Genau, aber bis dahin könnte auch jemand auf mich aufmerksam geworden sein und die Lücke dann schließen, mich aussperren, was auch immer passiert. Dann sollte es lieber 24 Stunden dauern. Zum Beispiel. Dann fällt es nicht auf. Ja. Also, es braucht halt relativ viele Requests. Und das ist tatsächlich ein naiver Ansatz, deswegen heißt das Skript blind naiv. Was man da noch verbessern könnte, zum Beispiel, was ich jetzt einmal kurz implementiert habe, ist Blind Range. Das testet auf Range, und zwar mit einem schönen Regex-Befehl, den es in SQL gibt. Das heißt, ich kann sagen, ist die Stelle in einem Bereich zwischen dem und dem. So, und für jede Stelle teste ich dann, ist es zwischen A und Z, ist es zwischen 0 und 9, falls nicht, muss ja die Raute sein. So, was habe ich jetzt hier schon wieder gemacht? So, das kann ich jetzt auch einfach mal ausführen. Dann passiert das hier. Gleiches Ergebnis, 93 Requests. Deutlich besser. Du hast jetzt aber immer nur den ersten, also die Range einmal inkrementiert, oder? Wie die Range? Nee, also, ich teste, ob es zwischen A und Z ist, dann teste ich, und wenn es das ist, dann gehe ich von A bis Z durch. Nach dem ersten naiven Ansatz also und dann teste ich Zahlen, genau. Noch besser machen könnte man das mit einer Boundary-Nearing machen. Und dann genau, mit noch besser könnte man das natürlich machen mit einer binären Suche. Genau, das habe ich jetzt nicht implementiert, das wird aber noch effektiver. Und ungefähr so geht man vor, wenn man eine Blind SQL Injection vor sich hat. Auch abgesehen von einen kleinen Trick kann man noch zeigen, den wir auch schon bei CDFs häufiger mal benutzt haben. Ich mache mal das hier an. Der normale Request für irgendwas dauert, da steht da unten 8 Millisekunden oder so. Ja. Da steht 8 Millisekunden. So, jetzt benutze ich meine Injection und lasse ihn einfach mal 5 Sekunden schlafen mit dem MySQL Sleep Befehl. So, und gleiche Situation. Ich bekomme keinen Text zurück, aber ich kann mir eine gewisse Anzahl an Zahlen zurückgeben lassen, indem ich einfach gucke, wie lange schlafe ich. So kann ich zum Beispiel herausfinden, wie viele Tabellen habe ich überhaupt. Wenn ich auf Information Schema zurückgreifen kann, die Metadatenbank, die Informationen über alle anderen Datenbanken oder alle Tabellen enthält zum Beispiel, kann ich mir über sowas ausgeben lassen, wie viele Tabellen habe ich nämlich, indem ich gucke, wie lange schläft er denn, bevor er mir antwortet. Und in dem Fall sieht man, dass du den Query zweimal ausführst, weil er 10 Sekunden gebraucht hat. Ja, ich habe aber noch nicht rausgefunden, warum. Das habe ich in PHP geschrieben. Also ich habe keine Ahnung, warum er zweimal schläft. Darauf kann man sich sowieso nicht verlassen, weil, deswegen Benchmark am besten. Man sagt, man lässt ihn 1 Sekunde sleepen, 2 Sekunden sleepen, 3 Sekunden sleepen. Wahrscheinlich sind es 2 Zeilen in der Datenbank, oder? Daran kann es liegen wahrscheinlich, ja. Und er evaluiert das Sleep 5 für jede Zeile. Ja, das wird sein. Das ist treffend, ja. Genau. Was auch ziemlich erstaunlich ist. Genau, das macht man. Halt nicht. Das könnte ja auch wegoptimieren eigentlich. Ne? Ja. Merken, irgendwie ist das nicht von der Zeile abhängig. Aber naja, also über solche Dinge kann man halt zusätzlich noch Informationen rausbringen und das Ganze noch ein bisschen effektiver machen.
Ja, und das ist wieder so ein, also bei CTFs jedenfalls, ist das so ein Implementierungszeitaufwand gegen Anwendungszeitaufwand abwiegen. Also dieser Naive-Ansatz geht sehr schnell, braucht aber relativ lange, je nachdem wie viel experimentelle Daten man extrahieren will, wie viel Zeit man beim CTF hat. Man kann auch sagen, ich mache einfache Range-Einstellungen, die ich halt relativ schnell implementieren kann, dafür aber viel Zeitaufwand bringt. Und man kann da ja so eine Art Kurve halt fahren. Je mehr Zeit ich in das Skript stecke, desto schneller bekomme ich die Informationen theoretisch auch raus. Da muss man dann wieder abwiegen. Wenn das Skript jetzt für jede Zeile ausführt, also na, das jetzt stimmt, das ist doch ein Feature und kein Bug. Man kriegt ja die Anzahl der Zeilen. Ja, ist wahrscheinlich so spezifiziert in SQL und alle fühlen sich gezwungen, das so zu implementieren. Ja. Also dadurch kann man halt, also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, sleep, dann noch ein Subquery dazu machen, indem ich die, zum Beispiel mir vorher schon mal die Länge des Admin-Passworts geben lasse. Indem ich gucke, ich gebe die Länge des Admin-Passworts in diesen Sleep-Befehl, gucke, wie lange er braucht, um mir zu antworten und weiß dann schon mal, wie lang mein Passwort ist, und zwar in einem Request und muss mich da nicht irgendwie rantasten. Aus der Zahl kann man dann abschätzen, ob es gehasht ist oder nicht. Aus der Zahl weißt du, wie lange es ist. Ja. Genau. Und ob es gehasht ist oder nicht, siehst du es ja, wenn du es rausholst. Wenn es 40 Bytes lang ist, wird es wahrscheinlich gehasht sein. Muss aber ja nicht. Kannst dich ja nicht 100% darauf verlassen. Es kann ja auch 40 Zeichen lang sein. Aber warum brauchst du das Admin-Passwort, wenn du dich auch ohne einloggen kannst? Weil das vielleicht klauen willst, um das woanders wieder zu verwenden. Eine sehr common Anwendung in Web übrigens. Das ist das, womit man am meisten Geld verdient, wenn man einen Dienst knackt, nämlich die Passwörter zu verkaufen, damit sie andere bei anderen Diensten wiederverwenden können. Damit sie andere wiederverkaufen können. Ja, genau. Also es ist halt common, die besser Mandeln sind die. Wenn ich E-Mail und das Passwort knacke und das von Gmail hole, ist es wahrscheinlich, dass er das auch bei PayPal, eBay und bei sonstigen Diensten hat. Das ist sehr wahrscheinlich. Oder wenn du 1000 Passwörter hast, wenigstens 200. Ja, genau, dass man halt einen soliden Satz an Passwörtern hat, die einfach mit den gleichen, also die gleichen Credentials bei diversen Webservices wiederverwendet werden, tut das nicht. Ziemlich exakt das da ging übrigens vor einem Jahr oder so Jens zusammen gemacht. Beim Braunschweiger Ratsinfosystem. Also das darf man nicht erwarten, dass sowas ankommen ist. Sowas passiert verdammt oft. Und sowas ist tatsächlich in der Wildnis im Internet nicht so selten. Also Blind SQL. Man kann Auftraggeber in großen Automobilherstellerfirmen, wenn man leichtfertig damit beauftragt wird, mal zu testen, ob die Software funktioniert, sehr schnell in Verzweiflung stürzen, wenn man mit solchen Gemeinheiten anfängt. Gemeinheit. So gemein ist das eigentlich nicht. Also Blind SQL Injection ist insofern gefährlicher, weil sie schwerer zu finden ist. Man kann halt sagen, ich mache irgendeinen Select, der mir einen Text zurückgibt, einen statischen Text und gucke, ob ich auf der Seite wiederfinde. Das ist ein einfacher Test für SQL Injection, vereinfache. So, die Blind SQL Injection findest du halt nicht so schnell, wenn du danach suchst. Und das wiegt natürlich den, der die Software schreibt, mich zum Beispiel, in falscher Sicherheit. Weil du denkst, die Software ist sicher, weil es kommen ja keine Daten aus der Datenbank. Selbst wenn die injectable ist, dann ist das falsch und du kriegst wohl Datenbank raus. Selbst wenn man nicht Daten darüber rausbekommt, ob der Login successful ist oder nicht, weil zum Beispiel ein Suchquery ist oder was weiß ich, irgendein Edge Case, kann man immer noch meistens über dieses Sleep, über diese Verzögerung dafür sorgen, dass man mehrere Bit an Informationen rausbekommt. Ich hätte ihn jetzt auch, je nachdem, ob der Query successful ist oder nicht, 0 oder 1 Sekunde schlafen lassen können. Das wäre auch überhaupt gar kein Problem gewesen, alles möglich, und hätte auch so Bit für Bit die Informationen aus der Datenbank holen können. Jetzt musst du aber noch erklären, wie man sich dagegen schützt. Schritt 1, User Input escapen. Schritt 2, Prepared Statements benutzen. Was heißt User Input escapen? Verhindern, dass Leute zum Beispiel dieses einfache Anführungszeichen in deine Queries einführen, um den Query, der hier gezeigt wird, ich mach mal so, wenn man hier sieht, wenn man das einfache Anführungszeichen benutzt, macht man den String hier wieder zu und ist wieder auf der Hauptebene quasi vom SQL Query und kann da anfangen, seine Befehle einzuführen. Und wenn man verhindert,
oder verhindert, dass dieses einfache Anführungszeichen einfach so in diesen SQL-Query kommt, indem man zum Beispiel mit einem Backslash escaped oder was weiß ich was damit tut, kann man das effektiv verhindern. Oder man benutzt Prepared Statements, die funktionieren so, dass der Query vorher schon ausgewertet wird und die Daten beim Gebrauch, also die Queries werden vorher schon ohne Daten an den SQL-Server geschickt, da kompiliert quasi und bei Gebrauch werden nur noch die Daten eingesetzt und das Ganze wird dann auch nicht neu interpretiert, sondern tatsächlich nur als Daten eingesetzt. Das hat erstens Performance-Vorteile und zweitens natürlich die Sicherheitsvorteile dadurch, dass das mit User-Input nicht neu interpretiert wird und somit effektiv die Ausführung von Kommandos, die man vorher nicht wollte, verändert wird. Jo, soweit.